Hi, 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 ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Spezial, ein Abo-Spezial in Form einer Videoantwort an den guten Dr. Allwissend. Das hatte ich schon länger mal vor, denn ich finde sein Let's Play zu dem Game Real Life absolut genial und frag mich, warum eigentlich nicht mehr Leute dieses Game Let's Playen. Denn wie wir alle wahrscheinlich wissen, ist doch die typischste Antwort auf egal welche Frage in egal welchem Zusammenhang mit egal welchem Game immer: Ey, hast du kein Real Life oder was? Das zeigt doch eigentlich nur, wie viele Menschen fasziniert und begeistert von diesem Spiel sind und dass es im Prinzip über jedes andere Game geht. Ich selbst zock das Spiel jetzt schon fast 30 Jahre und wollt euch heute einfach auch mal das Level Kaffeekochen näher bringen. Dadurch, dass wir das DLC Kaffeemühle haben, starten wir nicht wie alle anderen mit dem Objekt Kaffeepulver, sondern mit Kaffeebohnen. Oh, scheiße, verklickt im Inventar, warte. Ah, nee, halt auch falsch. Ja, hier sind sie doch, die Kaffeebohnen. Und jetzt kommt auch schon der erste schwierige Part. Wir müssen jetzt nämlich versuchen, die in die Mühle reinzukriegen. Moment, da muss ich mich ganz kurz konzentrieren. So, das haben wir geschafft, war gar nicht so leicht. Vor allem die nebendran gefallen sind, dann immer wieder reinzukriegen. Beim Malen finde ich immer das Sounddesign von dem ganzen DLC und dem ganzen Spiel so ein bisschen fragwürdig. Ja, da kriegt man schon mächtig was auf die Ohren. Wir haben jetzt aus dem Kaffee Bohnen Kaffeepulver gemacht. Jetzt habe ich schon mal angefangen, das Ganze in den Kaffee runterdrückt, Dingsbums Automaten reinzutun. Ist wieder ein bisschen tricky. Den endgültigen Kaffee dann craftet man hier mit heißem Wasser und dem vorher hergestellten Kaffeepulver. Kann auch mal schief gehen, ist nicht ganz einfach. Dann craftet man eigentlich nur Sauerei. Puh, aber da haben wir es doch geschafft. Damit einfach Deckel drauf und jetzt kommt das, was wirklich ein bisschen blöd ist, was auch bei jedem Char vorkommt. Jetzt müssen wir warten. Beim Runterdrücken müsst ihr jetzt eure Controller-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das verlangt Fingerspitzengefühl. Ach, guck mein Häschen, das kommt durch den Mod LSD. Da kommt dann ab und zu mal was Hübsches vorbeigehoppelt. Aus dem Inventar brauchen wir jetzt eine Tasse und müssen dann hier nochmal unsere Koordinationsfähigkeiten unter Beweis stellen beim Einschenken. Jetzt könnten wir theoretisch aufhören, aber als Schönspieler, der ich bin, verfeinere ich jetzt noch das Getränk hier mit diesem Sojagetränk. Ihr könntet auch Milch benutzen oder irgendwas anderes, aber mit Sojagetränk bekommt man extra Punkte im Bereich Umwelt- und Tierschutz und die Gesundheitspunkte laden sich ein bisschen schneller auf. Wie der gute Dr. Allwissend schon erwähnte, das Geniale an diesem Game ist, ihr müsst jetzt nicht nur Lust auf Kaffee haben, sondern ihr habt jetzt wirklich einen richtigen Kaffee.